Wenn ich das mal auseinandernehme, dann sehen Sie hier die blauen Verästelungen der Bronchien. Also das ziehen wir mit unserer Atemluft hinein und verteilt sich dann im Bronchialsystem und wird dann von den Zellen aufgenommen, die dann wiederum in einen Entzündungsstoffwechsel übergehen. Ja, auf dem Wir haben also mehr Sterblichkeit auf dem Bereich Herz-Kreislauf, im Bereich der Atemwegserkrankung. Wir haben mehr Notfalleinweisungen von Patienten. Dennis Pöhler und Daniel Moser messen in einem Klassenzimmer in einer Berliner Schule, weit weg von Hauptverkehrsstraßen. Wir dürfen die Schule nicht nennen. Hier sitzen normalerweise den ganzen Tag lang Kinder. Das Ergebnis? Gleichmäßige Dauerbelastung über dem Grenzwert. Also wir sehen jetzt hier eine Konzentration von ca. 45 bis 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also liegen auch noch relativ hoch im Innenraum in der Belastung, obwohl wir jetzt weit weg von jeder großen Straße sind. Die konstante Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid ist natürlich ein Skandal. Die Gesundheit der Kinder wird hier gefährdet. Und das bedeutet auch, dass die Politik jetzt handeln muss und die Stickstoffdioxidbelastung in der Stadt verringern muss. Doch die deutsche Politik hat seit Jahren nichts gegen das Gift in den Städten unternommen.